Schlimmes passiert. Ihr wisst nicht, wozu er fähig ist. Ja, woher denn auch? Dieser Mistkerl muss endlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ich will viel eher wissen, wer hinter Shadow steckt. Er soll in der Hölle schmoren für das, was er meiner Familie angetan hat. Premium, was hat er deiner Familie angetan? Ich hoffe sehr, du kannst uns helfen. Ich befürchte nur, uns läuft die Zeit davon. Was hat er deiner Familie angetan? Nichts. Bevor ich darauf antworte, noch etwas anderes. Das alles hier bleibt unter uns. Toll. Nichts davon kommt in deinen Blog, Zoe. Ich guck gerade, ob Shadow mitliest, ob das Auge oben links ist, ist aber nicht. Ja, versprochen. Dieses weiße Bild. Im Ernst, ich muss euch vertrauen können. Ich habe solche Angst um meine Familie und Freunde. Ist ja gut. Es bleibt unter uns, ich schwöre. Schwör, Digga. Winnie, Sebastian, habe ich auch dein Wort? Kann ich Nein sagen? Auch die anderen aus deiner Gruppe dürfen nichts hiervon erfahren. Großes Ehrenwort, ich finde, sie haben ein Recht, es zu erfahren. Es tut mir leid, aber ich kann das nicht versprechen. Ich glaube, wir sollten es machen, sonst... Vielleicht hilft sie uns sonst nicht, ne? Irgendwann werden die es eh erfahren, von daher... Gehe ich mal von aus. Okay, danke. Na, dann schieß mal los. Ah, toll. Zoe. Ja, entschuldige, ich muss mich ab und zu mal räuspern. Es gibt einen Grund, wieso Winnie so übervorsichtig ist. Ihre Schwester, Dr. Core, hat ihr etwas Schreckliches angetan. Ach, du weißt das schon. Winnie wird dir sicherlich gleich davon erzählen, dann wirst du sie verstehen. Oh, toll. Na dann. Also, Winnie. Ich denke, du solltest Sebastian von den schrecklichen Dingen erzählen, die euch damals zugestoßen sind. Und das jetzt alles nur wieder wegen Premium, ne? Ja. Es fällt mir immer noch sehr schwer, darüber zu sprechen. Vielleicht macht es mehr Sinn, wenn ich euch Screenshots und Bilder von damals schicke. In Ordnung, okay, aber bitte beeil dich, das kannst nur du beurteilen, Winnie. In Ordnung. Okay. Ich suche die wichtigsten Dinge zusammen und schicke sie dann durch. Ich melde mich schnellstmöglich, versprochen. Alles klar, danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Bis gleich, Winnie. So, mit wem schreiben wir in der Zwischenzeit? Shadow? Dr. Core und JK. Oh, JK? Wer ist denn jetzt JK? Live-Übertragung gestartet. Ich vertraue Ihnen, aber ich kann nicht riskieren, dass Ihr Tatendrang die große Heilung gefährdet. Was ist denn das für ein Profilbild, bitte? J.K. Knight. Das ist Herr Nacht. Herr Nacht. Auf keinen Fall, Meister. Ihr Vertrauen bedeutet mir so viel und ich werde Sie nicht enttäuschen. Ihre nächste Aufgabe wartet schon. Weisen Sie Sebastian den vorbestimmten Weg. Selbstverständlich, Sebastian und ich werden uns wunderbar verstehen. Und auch er wird schon bald Bekanntschaft mit einem meiner Freunde machen. Ebenso wie die anderen Probanden. Ihre Freunde? Reden Sie von den Puppen? Richtig, Meister. Meine Puppen sind meine Freunde. Das sieht man. Ich glaube, wir haben am liebsten selbst eine Puppe. Hören Sie. Ich ließ nur aus einem Grund zu, dass Sie Ihre Puppen zur Überbringung meiner Botschaft nutzen durften. Diese unkonventionelle Methode schürte zweifelsohne die Angst in unseren Probanden. Und Angst ist ein wichtiger Bestandteil der Heilung. Bekomme ich aber mit, dass Sie und Ihre Methoden der Heilung im Weg stehen.
werde ich den Weg ohne Kompromisse freiräumen. Verstehen wir uns? Düdü, vorbei. Ah, nee, da ist er. Natürlich, Meister. Ich erinnere Sie nur an diesen durchschlagenden Erfolg. Signalschwach kann ich sein. Komm, das muss man noch schnell sehen. Was ist denn das? Was ist das? Ein Frosch im Hals. ist ja fast gut zu erkennen. Toll. Fehlerhafte Übertragung. Damit konnte ich doch beweisen, dass ich Ihnen und der großen Heilung treu bin. Dies hat sich in der Tat als nützlich erwiesen. Danke, Meister. Verlassen Sie sich auf mich und meine Freunde. Charlie will nun endlich Sebastian näher kennenlernen. Oh, jetzt kommt eine Puppe zu uns. Ach, und denken Sie, dass Probande 0408 geheilt werden kann? Ist das nicht die Winnie? Das wird sich schon bald zeigen. Ich zwinge niemandem, das Wunder meiner Heilung anzunehmen. Sie sind so unfassbar gütig, Meister. Und da war die Übertragung vorbei. Nee, doch noch nicht. Es läuft alles nach Plan. Jetzt ist die Übertragung vorbei. Kein Signal. Übertragung abgebrochen. Kommt jetzt wieder Shadow? Jo. Sebastian, hast du es mitbekommen? Du meinst den Chat zwischen Dr. Core und diesem J.K. Knight? Wer zur Hölle ist der Kerl? Es scheint, als hätte Dr. Core einen Gehilfen. Klar haben wir es mitbekommen. Ja, was hältst du von diesem J.K. Knight? Er vergöttert diesen Dr. Crow regelrecht. Der hat definitiv mehr als nur eine Schraube locker. Er scheint auf jeden Fall ein fanatischer Puppenfreak zu sein. Schwer, was man da nimmt immer. Ja, die Frage ist nur wieso. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass Dr. Korn nicht alleine arbeitet. Und dass dieser Freak euch die Botschaften mit den Puppen hinterlassen hat. Ja, das war mir klar, was wir jedoch nicht wissen. Wer ist dieser Typ und warum hilft er diesem Wahnsinnigen? Verflucht, vielleicht hätte das Bild einen Hinweis gegeben. Die ganze Sache wird immer verrückter, das gilt es herauszufinden, anstatt Antworten tauchen immer mehr Fragen auf. Das Bild, ich weiß nicht, konnten wir darauf klicken? Ich glaube nicht, ne? Ja, leider halten sich unsere Optionen in Grenzen. Wartet mal. Oh, wir können da wirklich drauf gehen, ne? Hübsch. Hätte wirklich nur Puppen. Schon ein bisschen strange. Boah. Bin ja mal gespannt, ob eine von denen uns besuchen kommt. Können wir beim Shadow nochmal raufgucken? Beim Crow? Ne, den kennen wir ja schon. Das Profil kennen wir schon. Ich wollte nur nochmal gucken, ob das geht, ne? Geht auch. Nimmt auch noch auf, das ist gut. Alles, was wir haben, ist dieses Bild. Und das müssen wir jetzt entschlüsseln. Leider ist darauf nicht viel zu erkennen. Das Signal war für die direkte Übertragung zu schwach. Hilft uns nicht wirklich weiter. Kannst du denn irgendetwas erkennen? Und nun? Leider nicht. Aber es besteht die Möglichkeit, unvollständige Datensätze mittels KI neu berechnen zu lassen. Die Ergebnisse heutzutage sind echt verblüffend. Klingt, als wäre es ein Versuch wert. Worauf wartest du dann noch? Ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Es läuft doch schon wieder aufs Hacken hinaus. Meine Güte, Mann, wir haben doch gerade erst angefangen. Ach, komm. Ich will nicht schon wieder hacken, Mann. Pass auf, Sebastian. Übernimm du das bitte.
Wenn du die Daten um weitere 65% rekonstruieren kannst, sollte man etwas erkennen können. Ich bleibe weiter an Dr. Quao dran, solange er noch online ist. Ihr könnt mich echt mal, also, nee. Also, das ist jetzt wirklich ein bisschen, stelle den unvollständigen Datensatz wieder her und erfahre mehr über J.K. Knight. Okay, wir müssen also ein bisschen mehr über J.K. Knight erfahren. Ich würde sagen, ich beende die Session noch nicht. Ich werde, also jetzt klar, kurz beenden. Und dann werde ich direkt weiter aufnehmen. Beziehungsweise ich muss erstmal die Puzzles wieder lösen und dann werde ich weiter aufnehmen. Was wieder ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen wird, leider. Aber das ging mir jetzt wirklich zu schnell. Dafür haben wir zu lange nicht mehr gespielt. Ich will gerne weitermachen nochmal. Nur ein kleines Ründchen bis zum nächsten Hack. Und lade aber die erste Folge schon mal hoch, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wahrscheinlich ist das schon hier in der zweiten Folge oder so. Aber die erste lade ich auf jeden Fall schon mal hoch dann und dann könnt ihr schon mal fleißig anfangen zu gucken und die zweite dann heute Abend und dann geht's weiter morgen. Mal gucken, wenn ihr Bock habt, vielleicht laden wir morgen auch zwei hoch, schauen wir mal. Und dann sage ich wie immer, wenn es euch gefällt, Daumen hoch, Kommentar da lassen und am besten ein Abo mit Glöckchen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder bei The Healing. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, macht es gut, tschüss.